Tag auch, Freunde der scharfen Klinge. Bei mir seit längerer Zeit wieder mal ein Unboxing. Da ist schon das kleine Paketchen. Kaffee ist auch schon fertig. So, warum liegen diese zwei Taschenmesser da? Ganz einfach. In diesem Paketchen befindet sich ein Taschenmesser, was nichts anderes ist als ein größeres Native 5, jene Sonderedition. Aber dann nicht mit Backlock, sondern mit einem Compression Lock. Und deswegen auch das Paramilitary 2. Denn viele sagen, das hier ist das bessere Paramilitary 2. Ja, dann will ich das mal aufmachen, das Päckchen. Ich muss das mal eben kurz hinter der Kamera machen, denn da ist auch noch mein Name drauf. So, gut verpackt worden. Das Teil. So, kommt einmal Wolle raus. Und da haben wir das Spyderco. Und es handelt sich um ein Shaman. Grüße an Timo. Und ich habe die All Black Variante. Ja, wenn man sich jetzt hier das Native mal genauer dazu anguckt. Da kann man die Ähnlichkeit doch sehen, oder? So, erster Eindruck. Liegt gut in der Hand. Kann man nicht meckern. Oh, der Compression Lock ist hier noch sehr... Ja, da muss noch was getan werden, da stimmt was nicht. Aber da schauen wir mal. Muss ich vielleicht nur einspielen. Kein Klingenspiel. Zentriert. Aber zu stark eingestellt. Das muss man ändern. Ja, das war's schon. Kleines Unboxing. Wie ich das Messer finde, werde ich euch in einem Review noch mitteilen. Noch einen kleinen Gruß an Sven, ISA 69. Dein Päckchen müsste morgen auch da sein. Tschüss, scharfe Grüße, euer Vic Spider.